Eisen und Nickel sind die beiden häufigsten siderophilen Elemente. Eisen gehört auch außerdem zu den häufigsten Elementen, zusammen mit Magnesium, Silizium, aber auch Sauerstoff. Eisen ist jetzt ungefähr etwas mehr als eine Größenordnung häufiger als Nickel. Genauer 15 bis 16 Mal häufiger, aber wenn wir uns merken, etwas mehr als eine Größenordnung reicht das schon. Und das erklärt auch, warum die Metalle, die man in primitiven Chondriten findet, aber auch in Eismeteoriten, die also die Kerne von Asteroiden sind, Eisen etwas mehr als 90 Gewichtsprozent hat, 93, 94 Gewichtsprozent, und der Rest ist dann Nickel. Natürlich kommen dann noch Spurenelemente, andere siderophile Elemente dazu. Das bedeutet, wenn wir uns jetzt Phasen, Minerale anschauen in den Metallen von primitiven Chondriten oder den Eisenmeteoriten, dann ist es sehr hilfreich, wenn man dazu das Eisen-Nickel-Phasendiagramm anschaut. Also hier einmal Nickel auf der einen Seite und Eisen hier auf der anderen Seite. Wie gesagt, ist jetzt Eisen etwas mehr als eine Größenordnung häufiger als Nickel. Das heißt, der Bereich, der uns interessiert, liegt, wenn wir auf der X-Achse schauen, in etwa hier. Das bedeutet, wenn wir hier auf der Y haben wir die Temperatur, wenn wir eine Zusammensetzung haben, die in etwa hier oben liegt, und wir starten mit einer Schmelze, was zu erwarten ist, wenn man einen Kern von einem Asteroiden anguckt, dass der einmal auch geschmolzen war, muss irgendwie differenziert worden sein. Oder in Chondren sind Metalle drin, die waren sicherlich auch geschmolzen, weil der Schmelzpunkt insgesamt etwas niedriger liegt von Metallen als von Silikaten. Das heißt, alles war geschmolzen, dann trifft man hier irgendwo auf den Liquidus. Hier oben ist alles Schmelze, hier trifft man auf den Liquidus, der ist sehr schmal. Das heißt, man ist eigentlich mehr oder weniger instantan hier im Feld einer festen Phase, und das ist ein Mischkristall. Und der Mischkristall besteht aus Gamma-Eisen, das ist Eisen, die eisenreiche Seite des Mischkristalls, und Gamma-Nickel. Und das Gamma-Eisen hat noch einen anderen Namen, und das ist Tenit, wie man hier oben sieht. Also dieses Gamma-Eisen hier, das ist der Tenit. Jetzt mit zunehmender Abkühlung trifft dieser Mischkristall hier dann auf einen Solvus, und hier entmischt sich dieser Mischkristall in zwei Phasen, einmal weiterhin das Gamma-Eisen bzw. der Ternit, und als zweites hier noch das Alpha-Eisen. Und das Alpha-Eisen, wie man dort oben in der Box lesen kann, heißt auch Kamazit. Also hier hat man eine Entmischung in den Ternit und den Kamazit. Und mit zunehmender weiterer Abkühlung entmischt sich das Ganze natürlich weiter, und man bekommt einen immer nickelreicheren Tenit und einen etwas nickelreicheren Kamazit, wobei das nicht so eine große Rolle spielt. Das Ganze kann aber immer weitergehen, und weil es immer weitergehen kann und das Ganze immer nickelreicher werden kann, ist im Grunde genommen der Bereich, der für uns hier interessant ist, in etwa hier zwischen vielleicht 5 und 50 grob Atomprozent, wobei Atomprozent auch hier mehr oder weniger das gleiche ist wie Gewichtsprozent, da die Massen der beiden Elemente sehr ähnlich sind. Das Ganze ist, wie jedes Phasendiagramm, natürlich druckabhängig. Das ist in diesen drei kleinen Diagrammen gezeigt, für 0,1 Pascal, 5 Gigapascal und 10 Gigapascal, wobei der Druck im Inneren eines Asteroiden selten höher als vielleicht 1 Gigapascal ist. Das heißt, das interessante Diagramm ist dieses hier. Und wenn man sich das hier wieder nochmal anschaut, dann sieht es im Grunde identisch aus zu dem großen Diagramm. Also hier entmischt sich das Ganze in hier den Tenit und den Kamazit, und dann geht es immer weiter. Prinzipiell gibt es noch eine dritte Phase. Es gibt insgesamt drei Phasen hier in dem Phasendiagramm: Kamazit, Tenit und dann noch Eisen, Nickel 3. Und würde das Ganze jetzt noch sehr weit abkühlen, was eigentlich, beziehungsweise abkühlen tut schon, aber würde dann die Kinetik noch weitergehen und das tatsächlich entmischen in diese Phasen, dann würde man noch eine dritte bekommen, und das ist Eisen-Nickel 3, beziehungsweise die würde den Kamazit ersetzen. Das sieht man aber selten, weil einfach, wie gesagt, die Kinetik dann bei diesen geringen Temperaturen von vielleicht 63 Grad weniger zu langsam ist. Das bedeutet, in Meteoriten beobachten wir in der Regel eigentlich nur Kamazit, eisenreiches, nickelarmes Eisen, und Tenit, ein nickelreiches und eisenärmeres Eisen. Und diese Entmischung bildet gewisse Strukturen in Meteoriten. Wenn man es anguckt, da gibt es immer so verschiedene Lamellen, die irgendwie in den Meteoriten drin liegen. Das ist jetzt sehr schematisch. Und dann ist die eine davon, ist vielleicht immer Kamazit, und die andere ist immer Tenit.
Und wenn man jetzt einen Eisenmethanol zum Beispiel anschneidet und poliert und etwas mit Salpetersäure behandelt nach Schwachen, dann werden diese unterschiedlichen Phasenunterschiede stark angegriffen. Dadurch bekommt man diese Strukturen, die man auf den Eisenmethanolen sieht. Außerdem kann man die Breite hier dieser Lamellen messen. Und aus dieser Breite dieser Lamellen lässt sich eine Abkühlrate ableiten. Das heißt, wir können das hier nehmen, um zum Beispiel herauszufinden, wie schnell der Kern in einem Asteroiden abgekühlt ist, aber auch wie schnell vielleicht ein Metall in einer Chondre abgekühlt ist. Und das ist das Eisen-Nickel-Phasendiagramm. Das erklärt, warum wir Kamazit und Tänit haben in Meteoriten und dass wir das auch verwenden können, um etwas beispielsweise über Abkühlraten in diesen Meteoriten zu erfahren.